Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska Part 4 mittlerweile. So, wir sind jetzt, den Schlüssel kriegen wir irgendwie nicht raus, aber dann müssen wir den Reifen. So, jetzt habe ich den Handschuh mit Kleber eingestrichen. Ja, klar. Hoffentlich trocknet das Zeug nicht so schnell. Das können wir Hoffentlich jetzt hält der Handschuh dem Druck flicken. stand. Aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ja, sehr gut. Der Schlauch ist geflickt. So, dann können wir wieder zurückfahren. Da sitzt sie noch und ihr den Schlauch geben. Lisa wird den Reifen kaum selbst einbauen können. Ach so, ja klar. Die Kleine sieht. Oh. Hallo, bin wieder da. So, wir haben dein Ich habe Fahrrad das Loch im Schlauch repariert. wieder geflickt. Echt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Naja, du siehst nicht so aus, als ob du sowas könntest. Na, vielen Dank. Ich bin Motorradmechanikerin. Na und? Trotzdem siehst du nicht so aus, als ob du Fahrräder reparieren könntest. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Und jetzt, wo ich mich als würdig erwiesen habe, kann ich ja gleich auch noch deine Kamera reparieren. Ja, das wäre super. Genau. Hier hast du sie. Bis später. Aber du kommst. Klar, mach dir keine. Na klar, kommen wir wieder, Mensch. Die Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll, ist mir schleierhaft. Aber ich hoffe immer noch auf ein paar aussagekräftige Fotos. Die brauchen wir auch nicht, aber vielleicht. Wer sagt es denn? Funktioniert doch. Das war ja Die schwer. Batterien waren einfach nur leer. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf den Bildern zu sehen ist. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier, zwei kleine Gestalten in schwarzen Roben. Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Dann könnte Eddie doch recht gehabt haben. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Ja, Berlin Museum. Die Fotos von der kleinen Lisa sind leider nicht so aussagekräftig wie erhofft. Könnten die schwarzen Kutten ein Hinweis auf eine Sekte sein? Und was bedeuten die seltsamen Symbole darauf? Ja, das ist die Frage. Aber okay, wir geben mir die erstmal Hier, ich habe zurück. deine Kamera repariert. Wirklich? Super! Du hast es tatsächlich geschafft! Du bist ein Schatz! Dankeschön! Gern geschehen. Hier, dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Bei uns hängt er immer an der Mikrowelle. Aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, vielen Dank. Jetzt aber schnell nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon ganz krank sein vor Sorge. Ich kann das derzeit leider viel zu gut nachvollziehen. Magneten? Da habe ich ja schon wieder eine ganz verrückte Idee. Ich hätte. Kann man damit nicht den Schlüssel holen? Das muss ich immer ausprobieren. Ich werde mal versuchen, mit dem Magneten den Hey. Schlüssel an der Scheibe Ha. hochzuziehen. Hab ihn. Sehr schön. Dann schließen wir das mal auf. Das Adressbuch meines Vaters. Das könnte mir weiterhelfen. Und dazu noch ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Mal sehen, ob dieser Oleg drin steht, dem mein Vater diese E-Mail geschrieben hat. Ja, hier. Oleg Kamburski. Der wohnt sogar ganz in der Nähe. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Ja, dann wollen wir da mal hin, wa?
So, da wären wir. Hoffentlich ist das auch der Oleg, dem mein Vater die Mail geschrieben hat. Und hoffentlich weiß er, was das mir weiterhilft. So richtig viel habe ich ja bislang noch nicht herausfinden können. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ein kleines Fressnäpfchen für unsere lieben kleinen behaarten Freunde. Der Stiel eines Besens. Könnte aber auch der Stiel einer Schaufel sein. Dieser Kamburski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst sein Gartenschlauch ist grün. Können wir den nicht mitnehmen? Das finde ich ja doof, aber okay. Ja, und wo ist der jetzt? Ach, da kann man klingeln, alles klar. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Oleg Kamburski? Ja, wieso? Ich bin Nina Kalenko. Ja, und? Ja, also, Sie kennen meinen Vater, Wladimir Kalenko. Und ich dachte, Sie... Ich kenne keinen Wladimir Kalenko. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Puh, das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich erhoffe mir den großen Durchbruch bei der Suche nach meinem Vater und der Typ lässt mich nicht mal ausreden. Ob ich irgendwas Falsches gesagt habe? Oder vielleicht genau das Richtige? Das ist ja komisch. Berlin, Olegs Haus. Dieser Oleg Kamburski macht keinen sehr sympathischen Eindruck. Hat er etwas zu verbergen oder ist er nur chronisch unfreundlich? Ja. Der Typ ist hektisch am Telefonieren. Ob das was mit meinem Besuch zu tun hat? Wenn ich doch nur Mäuschen spielen und das Gespräch mithören könnte. Hm. Vielleicht eine Telefonzelle? Oh, eine Katze. Ich wüsste nicht, wen ich anrufe. Endlich werde ich mal dieses stinkende Zeug los. Und der kleine, schnucklige Vierbeiner freut sich wahrscheinlich sogar noch darüber. Die Aufnahmefunktion des Handys ist aktiviert. Ein ganz seltenes Exemplar des europäischen wandelnden Diktiergeräts. Jetzt müsste ich die Katze nur noch irgendwie dazu bringen, in die Küche zu laufen. Ah, vielleicht das Salz? Das dürfte unsere kleine Miezekatze ganz schön durstig machen. Sehr schön. Wunderbar, es hat geklappt. Oleg telefoniert noch und die Katze wird noch einige Zeit trinken. Und hoffentlich das Gespräch aufzeichnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Noch ein bisschen Klebeband rum? Ja, das sollte halten. Lecker. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Ah, okay. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Wie soll ich da jetzt rankommen? Na, das, was wir gerade gebastelt haben, Nina, hier. Wo musst du denn hin hier? Wo ist das Handy? Das geht nicht. Da liegt es. Das könnte klappen. Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Genau, dann können wir eigentlich wieder zurückfahren, oder? Kommen wir denn jetzt schon ins Museum rein? Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Ja. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Ich muss mal kurz hier... Ist das alles ein bisschen... So. Weiterspielen. Ja, dann gehen wir mal rein, wa? Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein. Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Aber natürlich, Nina. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du Max. Ja. Also, dann schieß mal los. Ja,
Womit wollen wir anfangen? Fangen wir mal an. Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein. Er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also, 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien. Angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Na klar. Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. So, was haben wir hier? Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kuttenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Entführt. Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA60AK19AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Na ja, gut. Okay. Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem. Ich werde hier warten. Gar zu lange willst du da warten? Ah, ach so. Kann ich mich jetzt hier mal umgucken? Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem.
Wenn ich Sachen aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Haben wir da bestimmt ein Werkzeug, oder? So, die Speiche ist zwar abgebrochen, dafür kann mich das Ding jetzt nicht mehr so böse anstarren. Kann nur hoffen, dass Max das nicht auffällt. Nein, das fällt ihm bestimmt nicht auf. Äußerlich macht er einen ganz normalen Eindruck, aber innerlich ist er eiskalt. Okay, Leute, das war's mit Part 4. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.